schleiche langsam zum Eingang des Solariums. Und wie gut, dass ich die Stöckelschuhe angezogen habe. Jetzt ziehe ich aus, ja. Das ist doch genial. Die Spur kann niemand nachverfolgen. Das ist super. Ich schleiche weiter. Das Tolle ist, ich habe da drunter noch ein paar Spöpöms an. Die Spur kann wirklich keiner nachverfolgen. Dann zieh ich die aus. Jetzt geht's weiter. Ich habe so dicke Socken an. Das ist toll. Ich bin am Eingang angekommen. Am Eingang, hier ist die Tür vom Solarium. Ich werde mal an der Tür rütteln. Oh, scheiße, bin auf eine Katze gedreht. Da tut mir leid. Hau ab jetzt hier. Dann nochmal. So. Ich rüttel nochmal an der Tür. Das war die größere Katze, ne? Die Tür ist zu, verdammt nochmal, wie ich muss hier. Ah, ich hab bestimmt, ja, ich hab ein Bunt-Dietriche dabei. Hier, ein klimperndes Bunt-Dietriche. Das war noch ein Etui drum. Jetzt drehe ich die Tür auf. Will ich die Tür langsam öffnen? Das ist ein ganz altes Solarium. Aber groß! Mein Gott, eine Riesenhalle, eine Solariumhalle, die hat ja bestimmt ein 20-faches Echo! Echo? 20-faches Echo! Nee, nur 5, sieht doch kleiner aus. Und die letzten klingen so ein bisschen wie kurz vor, aber ist egal, es ist sehr schön. Solarium, Wahnsinn. Ich werde langsam weiter schleichen, mal sehen, ob ich ihn irgendwo finde. Das Schwein, irgendwo hier, wird er sich versteckt haben? Ja, hier, hinter dieser Tür hat er sich versteckt. Ich glaube, er ist eingeschlafen auf dem Solarium. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Ich höre ihn mit seinem Hausschwein. Wahnsinn, er ist eingeschlafen. Ich werde ihn gleich umbringen, aber womit, womit? Ich habe nichts mitgebracht. Ah, hier, eine Kiste, eine ominöse Kiste. Ich werde die Kiste mal öffnen. Ist ein Frosch gewesen, ist so ein in Form einer Kiste. Jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ah! Eine Pistole! Ping. Nochmal. Gott, halt die Klappe jetzt! Obwohl, hast recht, einmal noch. Das ist so eine Korkenpistole. Da das klappt nicht, ne? Das klappt nicht. Was haben wir denn hier? Moment mal, mit mir legst du den nicht an. Pass auf, was haben wir hier? Ach, eine E-Gitarre haben wir hier. Guck mal. Eine E-Gitarre, mal gucken. Ach, da ist kein Strom drauf. Moment. Jetzt, so. Jetzt aber E-Gitarre, E-Gitarre! Schrappel, 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 schrappel. Kommt das Wort her, Schrabbelgitarre, da kommt es her. Das. Ich mach's mal an, am Schalter. Ist elektronisch, bitteschön. Jetzt nochmal, jetzt aber richtig mit Musik. E-Gitarre. Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Das ist ein französischer. Schwabbel, die, schwabbel, die, schwabbel, die. Was haben wir hier? Ah, ein Presslufthammer. Na, jetzt geht ein Auto an, dankeschön. Jetzt kommt Pressluft, das war ein Auto. Von wegen Elektro, die Kiste alleine weggefahren. Dankeschön, das ist super. Jetzt mal. Jetzt mal. Jetzt mach ich mal den Presslufthammer vom Hahn. Jetzt mach ihn an. Auto nochmal vorbeigefahren, das ist sehr schön. Schmeiß mal den Presslufthammer weg, ist auch okay. Was haben wir denn hier? Ah, Sprengstoff! Damit sprenge ich das Schwein in die Luft. Er, der mir mein ganzes Geld genommen hat, der mich in meine Existenz gebracht hat, mir mein Solarium weggestohlen hat und jetzt selbst betreibt, ich werde ihn kriegen. Schläft er noch? Nee, aber sein Schwein, alles klar, wunderbar. Jetzt rolle ich den Sprengstoff ab, ich gehe hier nach hinten und jetzt sprenge ich ihn in die Luft mit einem lauten Knall. Peng!
Also ich hätte geschworen, ich hätte noch nie abgedrückt. Hey. Aber die Pistole ist da fertig wieder losgegangen. Das ist... So, jetzt mit einem lauten Knall. Knall! War für einen Moment so, als wäre ich ein großes, runder Kreis und drin steht Knall. Das ist ganz toll. So, jetzt schleiche ich wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. Aufs. Ach so, ist alles voller Blut. Ist klar, ist alles voller Blut. Jetzt hier, Stöckelschuhe an, Stöckelschuhe. Das zweite Paar Stöckelschuhe. Scheiße, ich bin wieder auf die Katze getreten. Auf die Mutterkatze. Auf den Hund. Oh, ich bin auf den Elefanten getreten. Das macht auch nichts mehr. Der war, glaube ich, schon tot. Alles klar. Muss das, ein Auto ist wieder von alleine da. Geht, Tür auf, Tür auf. Ja. Tür wieder zu. Auto anlassen. Komm, ich schieb nach Hause. Scheiß drauf. Immer verbeugen. Gemeinsam. Ich darf wieder Platz nehmen, aber pass auf, fall hier nicht, das wird zu teuer. Das war's!